Boys hat ein Video gemacht auf seinem Kanal, Digga, ne? Nach einer langen Zeit, aber das ist irgendwie kein richtiges Statement, geht auch nur 5 Minuten. Das Video heißt, soll Mois seine Spende klauen oder von jemand anderen doppelt? Das hat er gesagt, Digga. Wir gucken uns das ganze Video an, wir gucken mal, was er zu sagen hat, weil ihr wisst, der ist auf dem Radar von vielen Leuten. Ihnen wird ja hinterher gesagt, dass er Geld veruntreut hat, also Spendengelder veruntreut hat. Das gucken wir uns an, was er dazu sagen hat. Wir gehen rein. Mois. Auf dieses ganze Fiasko muss wirklich Da Vinci Code mäßiges Video kommen und ich muss Maximum Hype damit mitnehmen. Es tut mir leid. Es gab noch nie in Deutschland eine Zeit, wo wegen Gerüchten, von denen ihr nicht mal wisst, dass sie stimmen, nur aus purem Hass, obwohl man als... Digga, man Mois, der ganz Deutschland abgezogen hat, Digga, sagt, Leute machen Gerüchte und so, setzen Gerüchte in die Welt. Einziger Influencer in Deutschland die letzten 5 Jahre 4,5 Millionen Euro verschenkt hat. Egal, was ihr über mich denkt. Ja, Bro, du hast einfach auch Geld verschenkt, was sie nicht, was nicht dein Geld war, ne? Das muss man auch sagen. Dieser Mensch. Also, Geld zu verschenken, was nicht immer meins ist, ist auch einfacher, ne? So. Bruder, wenn ich Geld von jemandem habe, Digga, das jemand anders zu geben, ist nicht so krass. Kein Influencer in Deutschland hat je das getan. Und ihr denkt, ich bräuchte irgendwelche 100.000 Euro, von denen ihr nicht mal wisst, ob es 100.000 Euro waren. Wo ihr nicht mal das Video geguckt habt, als ich nach Türkei gefahren bin, weil ihr einfach lost seid und diese Lüge glauben wolltet. Ich habe in dem Video, bevor ich zu Türkei fuhr, das gesagt. Ich würde so gerne dort helfen. Dann habe ich mit meinem Team geredet und gesagt, ob das möglich wäre, ob wir die Woche irgendwie runterfahren können. Es nutzt auch nicht so, in ein paar Wochen dahin zu fahren und irgendwas da zu machen, weil es ist ja jetzt passiert. Und unsere Idee war es, da drunter zu fahren und ein paar LKWs Essen zu kaufen, ein paar LKWs Decken, alles, was sie da brauchen. Und irgendwie halt mit den eigenen Händen zu helfen, wisst ihr, ich meine. Auch diese ganzen Bilder mitzunehmen, damit wir verstehen, wie gut es uns eigentlich geht und wie viel jeder Cent da, wo man es nicht hat, hilft. Und gesagt, ich selber ohne euren Geld werde es selber machen. Habe ich auch gemacht. Ich glaube, ich kann mein Geld nirgendwo besser anlegen als dort, wenn ich Gutes tun will. Okay, und was hat er denn mit Spendengeld dann gemacht, wenn er das mit seinem eigenen Geld gemacht hat? Das würde ich mal gerne wissen an dieser Stelle. Und ich habe gesagt, ich bin kein Milliardär. Wenn ihr mir helfen wollt, ich werde ein Video drehen, ich habe tausende Mitarbeiter, ich habe genau das gesagt, seid ihr lost. Wenn ihr mich unterstützen wollt bei dieser guten Tat, werde ich meinen PayPal-Link hier natürlich einblenden und in die Beschreibung tun, weil je mehr Geld wir haben, desto mehr können wir da unten machen. Ich bin jetzt kein Milliardär, ich muss auch Steuern zahlen, ich muss auch Videos drehen. Jeden Tag wird in Videos Geld gesteckt. So, es ist halt, ich habe auch eine Familie, die leben muss. Ich habe auch 15 Mitarbeiter, die ihre Gehälter verdienen, egal wie viel man verdient. Deswegen, klar, ich bin kein Milliardär und ich bin Gott dankbar, dass ich trotzdem so was machen darf überhaupt. Weil sonst. Mann, irgendwie, ich vertraue Mois gar nicht, ne? Ehrlich, also ich glaube ihm wirklich nichts, was er sagt irgendwie, ne? Bro, wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, was er mit den ganzen Leuten gemacht hat, mit denen er war. Digga, es gibt keinen, den er nicht abgezogen hat, ne? Jeden, mit dem er war, hat er einfach abgezogen, Digga. Jeden, ne? Gnadenlos, Digga. Und jeder hat einfach eine Story und ein Video dazu gemacht. Was hätte ich machen können? Hätte ich 50 Euro gespendet? Es gab tausende Videos, vor Türkei-Video, wo ich zehntausende Euros verschenkt habe. Wo Leute zu Hause saßen und dachten... Ja, Digga. Das Geld war ja nicht immer von dir, Bro. Immer noch. Ey, ich unterstütze den ein bisschen. Ich finde süß, was er macht. Schick ihn 10 oder 5 Euro. So wurde mir in jedem Video. Ey, Meister, kannst du mir Geld schicken? Ich gebe dir das bald wieder. Geld geschickt. Und in jedem Video wurde mois@paypal.com hier eingeblendet. Und Leute haben völlig frei aus ihren Eiern gespendet, was sie wollen. Und es waren niemals 100.000 Euro. Es waren viel, viel weniger. Und das, was ihr gespendet habt, on top doppelt, habe ich gespendet. Diese Beweise werdet ihr sehen, weil ich nach Türkei runterfliegen werde. Es ist traurig, dass man das sagen muss, weil ihr solche Menschen seid. Versteht ihr? Weil ihr wisst, dass in einem Erdbeben... Ach, Bruder, ja. Er soll doch einfach ein richtiges Video machen, sich richtig dazu äußern, nicht so 5-Minuten-Statement. ...im Gebiet in Türkei nicht mal Bankomate gibt und man damals nicht mal 2000 Euro abheben durfte von Deutschland in Türkei, weil sie nicht mal wollten, dass Hilfe ankommt und ich eine Doku gedreht habe, als einziger in Deutschland über Türkei und dieses Erdbeben, was 20.000 Euro gekostet hat. Ehrenmann. Bro, ihr seid krass, Wallah, ihr seid heftige. Bruder, das tut mich die ganze Zeit, dass deine Kamera so mitgeht, Digga, ja? Heftige Baller. Ich
würde euch am liebsten nicht anspucken. Und natürlich gibt es dann, weil ich ja in dem Video auch sage, dass ich ja Organisationen voll feiere, die 80% des Geldes abziehen, wie es mir das unterstellt, gerade wie bei Roten Kreuz und so. Und ich weiß genau, wie es in Türkei ist. Leute nehmen von Hilfsorganisationen so sehr ungern Sachen an. Ich weiß nicht wieso, aber dort ist es besser, wenn du als Mensch das machst. Es ist für mich auch nicht cool, wenn man einfach so, mein Beileid ist dort und da und man macht selber nichts. Und ich, keine Ahnung, klar, es gab noch niemanden, der selber was macht, aber sollten wir nicht damit anfangen? So, oh, sein Mensch, sein Gesicht richtig alt geworden. Ja, der sieht schon älter aus auf jeden Fall, Bro. Man merkt auf jeden Fall, der hatte einen dicken Leidensweg hinter sich. Ehrlich, man sieht ihn das an, Digga. Wirklich, er sieht nicht richtig gesund aus. Ich bin sehr gerichtet. Ja, habe ich ja gesagt, ich will persönlich dort sein und mein Bargeld ausgeben in Türkei, wofür ich dann 44% on top Steuern zahlen muss, wofür ich dann gefickt werde. Das habe ich tatsächlich in dem Video gesagt. Schwierig, ne? Na, dann musst du mal deine Kommentare auf Insta angucken, der vielleicht alle unter. Ja, Bro, du knackst. Auf jeden Fall gibt es da noch sehr viel. Der einzig coole von euch, der sich nicht wie so ein Peach drauf gestürzt hat, voila, war Sufjan. Sufjan, mein Bra. Respekt geht raus an dich. Du hast vieles durchlüftet da ein bisschen. Ja, aber es wird krass, glaubt mir. Digga, ich will doch sehen, wie krass das wird, ja. Wir können alle nicht mehr warten. Wir wollen alle diese Beweise sehen, Digga. Bro, das sind so harte Unterstellungen, die ihm vorgeworfen werden. Digga, er macht so ein 5-Minuten-Statement, Bruder, wo er irgendwie auch gefühlt nichts sagt schon wieder, ne. Weiß nicht. Ich bin auch bereit, mich zu denen, der diese Vorwürfe und diese ganze Scheiße in die Welt gesetzt hat. Sowas klärt man nicht in Videos. Das klärt man persönlich und dann gucken wir mal, was passiert. Okay, Freunde? Und bald kommt dieses letzte Video, inshallah. Okay, geduldet euch ein bisschen. Hey, Bruder, wie lange sollen wir noch warten, Digga, ja? Michel hat ja gesagt, das Video wird nicht kommen. Ich habe gesagt, er wird ein Video machen. Und ich bin richtig gespannt, Digga, ne? Wie heißt dieser eine Typ, Shiano, Digga? Bruder, der war ja immer mit ihm, der war ja mit ihm dabei, Bro. Ich bin gespannt, was er zu diesem Video sagen will, wenn Mois das raushaut, Digga, ne? Weil er hat das ganze Ding ja richtig ins Rollen gebracht, ne? Ich würde niemals so etwas tun. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, sie lieben mich. Ich würde diese Welt für die alle opfern. Und damit man nicht sagt, dass Vater von Saifo so ist, habe ich über 4 Millionen Euro an Menschen geschenkt. Wow, 4 Millionen Euro, Digga, Tücher. Ja, 4 Millionen, sagt er einfach, Digga. Das ist krank. Glaubt ihr, das war alles sein eigenes Geld, Digga? Die ich lieber Saifo geschenkt hätte. Versteht ihr? Ich habe bis jetzt so lange gewartet und war geduldig, alle. Diese paar Tage jetzt. Die letzten 48 Stunden, kommt dann sein Video oder was? Ey, ich bin mehr als gespannt, Digga. Wirklich, ich bin richtig gespannt, was er da sagen wird, ne? Fühlen sich an so. Ihr habt mich viel zu groß gemacht. Größer als ich bin. Jetzt. Bruder, denen geht's gar nicht gut, Digga. Deutschlands zittert die letzten 2 Tage. Ey, ich bin in 2 Tagen gespannt, was für ein Statement er raushauen wird. Ob das wirklich ein gutes Statement ist. Ob das wirklich alles nicht so stimmt, wie das behauptet wurde. Oder ob er nur versucht, irgendwie abzulenken und dann auf ganz andere Sachen eingeht. Ey, ganz Deutschland hat schon irgendwas über Mois gesagt, Digga, dass er dich abgezogen hat oder irgendwelche komischen Sachen mit denen gemacht hat. Und ja, wir gucken einfach, ob er jetzt die Wahrheit sagt. Aber ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Aber wir gucken. I'll be there for you, 'cause I know.